Also ab ins Musée Grün, wo wir, ich glaube, Andrea vielleicht mal was fragen können Na und. toll, ich habe mich verlaufen. Das ist in der Tat nicht so schön. Da passt alles noch. Nein, nicht zurückgehen. Nein, 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 nein. Ich wollte doch die Flasche hier aufheben, aber das geht wohl nicht. Hier ist eine Zahnspange. Da liegt eine an der Spitze abgebrochene Zahnspange. Na, dann kannst du sie Da liegt nehmen. eine. Nein, kannst du nicht. Vermutlich wurde damit schon versucht auszubrechen, denn die Spange scheint zu einem Dietrich gebogen worden zu sein. Oder jemand hat sie verloren. Hey, das kann wirklich passieren. Ich habe meine im Alter von 12 Jahren beim Spiel meiner Lieblingsbasketballmannschaft verloren. Gut, belassen wir es mal dabei. Wir haben jetzt hier einen gefesselten Mann. Mal gucken, wie der uns weiterhelfen kann. Guten Tag. Können Sie mir vielleicht helfen? Das kommt ganz auf Ihre Frage an. Wie heißen Sie? Mein Name ist George Stobbart. Stobbart mit 2 B und 2 T. Wie heißen Sie? Schön, Sie zu sehen, George. Mein Name ist Dr. Blackter. Wie kann ich Ihnen helfen? Sehr gut. Ich möchte keineswegs unhöflich erscheinen, aber warum sind Sie an Händen und Füßen gefesselt? Diese Frage werde ich Ihnen schwer beantworten können, George. Warum? Sie müssen doch irgendetwas Unerlaubtes getan haben, sonst würde man Sie wohl kaum derartig in Ketten legen. Nun, in meinen Augen war das, was ich getan habe, nicht falsch, George. Nur in den Augen der Menschen, die mich dabei gesehen haben. Wenn Sie mich fragen, geht es hier nicht darum, weshalb ich gefesselt wurde, sondern weshalb Sie mich danach fragen. Es scheint in der heutigen Gesellschaft üblich zu sein, Menschen in Ketten zu legen, obwohl sie nichts verbrochen haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass es wohl nichts Besonderes mehr ist, gefesselt zu sein. Was mich auf die Frage bringt, warum Sie in Freiheit leben dürfen. Ist das nicht ein eindeutiges Signal dafür, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben, George? Wow, wissen Sie, so habe ich das noch nie betrachtet. Dieser Kerl scheint hier zu Recht eingesperrt zu sein. Das ist unfassbar. Rolf Schuld spricht hier tatsächlich. Ihr kennt ihn ja vielleicht aus Das Schweigen der Lämmer. Nun würden Sie mir dennoch verraten, welche in Ihren Augen völlig korrekte Tat Sie begangen haben, bevor man Sie verhaftete. Ich aß mit einem meiner Patienten zu Abend. Das klingt tatsächlich noch nicht verboten. Vielleicht habe ich Sie doch falsch eingeschätzt. Ist das wirklich alles? Er war das Hauptgericht. Heilige Maria, Mutter Gottes! Das ist allerdings verboten, Doktor. Und ist vor allem nicht die Art und Weise, wie man mit seinen Patienten umgehen sollte. Sie kannten ihn nicht, George. Sie können das nicht beurteilen. Er war ein unhöflicher Mensch, der in dieser Welt mit seiner Art, mit anderen umzugehen, fehl am Platze war. Aber Sie sollten ihn als seinen Arzt davon heilen. Ich heile das, was ich heilen kann, George. In diesem Fall war es nicht mein Patient, den ich heilen konnte, sondern die Welt, die von ihm befreit werden konnte und somit ein Stück sauberer wurde. Ich habe ihn definitiv nicht falsch eingeschätzt. Doktor, ich glaube, Sie haben ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie es sagen, George. Wissen Sie, ich habe aufgehört, den Menschen zu widersprechen. Hier hört mir ja doch niemand zu. Zum Glück. Ich denke, ich habe genug davon gehört. Wechseln wir das Thema. Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen sollen, richtig, George? Nun, es gibt Menschen, mit denen man hervorragend diskutieren kann. Und solche, die nur Smalltalk führen wollen. Auf diese primitive Art des Dialogs lasse ich mich nicht herab. Zu welcher Sorte Mensch gehöre ich Ihrer Meinung nach? Meine Menschenkenntnis ist sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Sie beleidigt wären, wenn ich Ihnen das sagen würde. Wenn Sie meinen, ich kann auch gut darauf verzichten. Sehen Sie, George? Obwohl ich sie Ihnen nicht gesagt habe, wissen Sie meine Antwort. Sie sind beleidigt und wollen nicht weiter darüber diskutieren. Ich hatte in allen Punkten recht. Er hat recht. Ich glaube, diesem Geisteskranken bin ich tatsächlich nicht gewachsen. Anthony Hopkins heißt der Schauspieler. Ein sehr guter Sprecher, wie ich gerade wieder Ich feststelle. suche das Museum Grün. Eigentlich sollte ich wissen, wo es ist, aber ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie das Museum finden, doch würde ich auch gern einiges über Sie wissen. Hören Sie, ich bin gerade nicht für solche Frage-Antwort-Spielchen aufgelegt. Quid pro quo, George. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Wenn es denn unbedingt notwendig ist. Ich musste gerade lachen, entschuldigt bitte. Haben Sie eine Freundin, George? Hey, das ist jetzt doch etwas zu persönlich für mich. Wollen Sie den Weg nun wissen, George?
Ich bin mir sicher, dass alle anderen Leute, die hier herumlaufen, nicht annähernd so kooperativ sind, wie ich es bin. Also gut, ja, ich habe eine Freundin. In Ordnung. Gehen Sie diese Straße zuerst weiter geradeaus, bis Sie zu einem Kiosk kommen. Wie heißt Ihre Freundin, George? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Quid pro quo, George. Ja, ich kann jetzt ja hier... Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt... Ah, jetzt kann ich also lügen oder die Wahrheit sagen. Ich denke, ich komme wahrscheinlich nur mit der Wahrheit hier wirklich weiter. Sie heißt Nico. Gut, George, gut. Bei dem Kiosk müssen Sie links abbiegen, sodass Sie in der Ferne Notre Dame sehen. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Wovon träumen Sie nachts, George? Aber... Quid pro. Okay, okay. Ich träume von meiner Freundin und dass sie entführt wird und ich nichts tun kann. Das ist manchmal ganz furchtbar. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade einem Irren erzählt habe. Gehen Sie in die erste Straße auf der rechten Seite. Dort befindet sich das Museum. Hören Sie sie im Traum schreien, George? Hören Sie Ihre Freundin schreien? Passen Sie gut auf Ihre Freundin auf, George. Das ist wirklich sehr gut. Diese Parallele hier. Museum Grün, wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. So ein Mist. Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Ah! Die alten Plätze sind also wieder da plötzlich. Wie kommt das denn? Ich gehe mal hierher. Das ist ja das, was einem Museum am nächsten kommt. Montfaucon. Ich musste gerade an einen Film denken, in dem er diese Sätze auch sagt. Es war wirklich schön, das hier nochmal wieder zu erleben. Ohne Joe, Dee Foster allerdings. Blechter hieß er. Sehr gut. Fantastisch. Ja, also ich dachte ja, hier wäre vielleicht in der Zwischenzeit mal was los. Denn außer in der hinteren Gasse dort haben wir ja noch nicht wirklich viel hier machen können. Da bin ich natürlich platt. Da bin ich platt. Montfaucon. Hätte ich jetzt noch ehrlich gesagt eingeschätzt als Ort, wo wir hin müssen, weil hier waren wir ja wie gesagt gar nicht mehr in der letzten Zeit und es ist auch nicht wirklich hier viel hier passiert und naja, so langsam wird es ja mal Zeit eigentlich, ne? Also hier ist nichts. Wo waren wir denn sonst noch relativ lange nicht mehr? Da waren wir ja gerade erst. Vielleicht hier. Ah! Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Maisé vielleicht? Nein, meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Ah, da kann ich doch wirklich jetzt sehr gut weiterhelfen. Ich bin ja ein Experte auf diesem Gebiet. Verzeihen Sie. Ja? Nicht? Hören Sie mich? Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen. Hä? Hören Sie mich? Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen. Mist. Ah, Hilfe, da ist auch nichts mehr. Okay. Ja, ich weiß. Verflixt nochmal. Was ist denn das hier? Ein Plakat? Das habe ich ja ganz übersehen hier eben. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es! Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Bescheid. So. Also nochmal hierher. Ich denke mal jetzt, wie durch ein Wunder, ist der Priester jetzt irgendwie da. Ich hoffe zumindest, dass er da ist. Sonst haben wir wieder den Weg umsonst hierher gemacht. Ja, da ist doch jemand.
Da ist das Ding doch. Ich klicke ihn schon mal an. Das heißt, wir warten jetzt auf den George, der jetzt hier noch einen weiten Weg zurücklegen muss. Zum Priester, der hier steht und... Entschuldigung? Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Die Kirche ist immer noch so prächtig, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken, die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie denn nächsten Samstag zur Kollekte? Selbstverständlich. Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet? Nein, ich meine auf Französisch. Ach so. Lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf. Aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Damit es korrekt und vollständig ist, spreche ich Ihnen auf den Rest noch. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin. Schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass Sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit Ihnen. Das ist immer gut, wenn Gott wenigstens. Erinnern Sie sich noch an mich? Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Nein, nein, ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Er hat sich auch aufgedrängt. Das darf man nicht vergessen. Ja, dann suche ich in der Kirche mal nach Dingen, die ich jetzt hier anklicken kann. Da ist jetzt die Fensterscheibe, bei der ich zufällig gerade bin. Dann mache ich das mal jetzt eben. Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Da ist der es doch. Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner geschriebenes. Ja toll, dafür brauche ich wahrscheinlich wieder eine Lupe, die habe ich hier nicht. Also verlasse ich mal den Ort hier und suche in ganz Paris mal nach einer Lupe. Mir ist ehrlich gesagt auch keine aufgefallen bisher. Also muss ich jetzt nach diesem Trigger sozusagen ja an irgendeinem Ort hier etwas verändert haben. Ach, zum Beispiel hier. Gleich hier, oh, hallo. Gleich hier könnte ich, ach, eine Lupe. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Die liegt hier rum. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ja, nimm sie doch. Da liegt eine Lupe. Da liegt eine... Nein, wieso denn nicht? Ich kann auch keinen der Touristen hier anklicken, oder... Naja, irgendwie müssen sie jetzt ja verschwinden. Da gehe ich jetzt nicht nochmal rein, glaube ich. Kaffee, ich benutze mal das Kaffee. Das hat vorhin mal nicht geklappt. Und da setzt er sich sogar hin. Vielleicht kann er ja hier warten, bis die Touristen verschwunden sind. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Monsieur? Oui. Ich hätte gerne eine... Ach, nicht ein Eis. Verkaufen Sie auch Waffeleis? Ich bitte zu entschuldigen, dass Waffeleis noch nicht in unserem Angebot ist, aber wir bieten recht günstiges Eis am Stiel an. Okay. Ein Stück Kuchen würde mir jetzt ganz gut schmecken. Excusez-moi, unsere Patisserie konnte uns diese Woche keinen Kuchen liefern. Okay, was hat denn ein Kaffee sonst noch? Für mich bitte einen Kaffee, schwarz. Komm sofort. Leichtes Summen im Hintergrund wieder. Das ist ja schon bitte mal aufgefallen. Schön, ein schwarzer Kaffee. Ich möchte dann gerne bezahlen. Das macht 2,10 Euro. Das ist ja Wucher. Aber gut, ich werde wohl nicht drum herum kommen. Tja. Gut, dann haben wir jetzt hier also einen Kaffee getrunken, offenbar.
dann mal abgespeichert hier. Es war gerade schön, wie das leichte, also das Herbstlaub hier heruntergesägelt ist. Und in der halben Minute, in der George den Kaffee bestellt hat, ist auch die Menschenmenge offensichtlich weg. Das ist bestimmt das Anzeichen dafür, dass ich die Lupe aufnehmen kann. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ob sie die vermissen werden? Ich schätze mal nicht. Hey, die Lupe! Ah, jetzt kommt keiner zurückgerannt. Dann versuche ich es mal, die kleine Inschrift unter dem Wort Baphomet gleich neben Jesus Christ zu lesen. Sue wird da wahrscheinlich bei rauskommen. Aber das müssen wir nochmal spezifizieren. Fensterscheibe. Ich hoffe, ich habe sie jetzt mit der Lupe angeklickt, sonst. Also nicht mit der Lupe, die hier sowieso ist, sondern mit der Lupe hier. Aber das werden wir gleich ja sehen. Und kann ich das Kleingeschriebene gut erkennen. Und neben dem Wort Baphomet steht Sue. Das könnte es sein. Na, also. Dann renne ich jetzt Sue schreiend zum Café de la Chandelle Verte und werde dann hoffentlich nicht mehr ignoriert von diesen netten Passanten oder beziehungsweise den netten Touristen da. Oder was auch immer sie sind. Ich weiß es nicht ganz genau. Das sind es auch einfach nur Laiendarsteller, die sehr gut gekleidet sind. Okay, jetzt spreche ich sie mal an. Nochmal. Hallo? Sue? Genau. Ja, das war's. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Keine Ursache. Vielleicht können Sie mir im Gegenzug auch helfen. Gerne. Wo liegt das Problem? Ich brauche ein... Können Sie mir sagen, wo ich ein Museum finde, das sich vorwiegend mit den Templern oder Ähnlichem befasst? Mal überlegen. Wie wäre es mit dem Museum Notre, in der Nähe von Montfaucon? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Haben Sie von der Explosion von vor ein paar Jahren gehört? Was? Na, die Explosion. Scherben flogen, ich mittendrin. Und was soll uns das jetzt sagen? Boom! Und alles war kaputt. Nur durch einen Hechtsprung zur Seite konnte ich mein Leben retten. Wie unglaublich spannend. Ja, ja, so war das damals. Richtig spannend, ja. Okay, wo ist die Museum bei Montfaucon? Ist das hier? Das ist ja Montfaucon hier. Ah ja, das Museum. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier... Aber ich spiele es einfach mal. Mal gucken, ob das für den Part noch hier hinhaut. Haben wir da einen Mülleimer und ein paar Sachen hier. Kasse. Ich habe leider kein Geld dabei. Deswegen muss ich mich irgendwie vorbeischleichen. Na, ich meine, wir schauen das Fußballspiel. Können Sie mir sagen, wo ich Informationen über... Ruhe da draußen! Kommen Sie später nochmal vorbei. Ohne eine Eintrittskarte komme ich aber nicht ins Museum rein. Das ist nicht unser Problem. Wir gucken hier Fußball. Ja, das ist wohl richtig. Ja, Fußball. Da haben wir noch hier dieses Trikot, ne? Das könnten wir vielleicht mal verwenden. Lieber nicht. Was? Ihnen danke für das Angebot. Auch schade. Ich dachte, das kommt endlich mal zum Einsatz. United steht da drauf. Hm. Stören Sie uns nicht, wir haben zu tun. Tja, gehe ich mal weiter. Okay, da wird wahrscheinlich jetzt hier der Wachmann sagen, nö, du hast ja keine Karte, George, da kann ich dich nicht reinlassen. Sie lassen mich da nicht zufällig rein? Ich kann sie leider nicht durchlassen, weil in den Räumlichkeiten dahinter zurzeit restauriert wird. Diese Räume stehen den Besuchern erst in 2 Monaten wieder zur Verfügung. Ja, gut, Fußball haben wir hier nicht. Das Museum Grün ist wegen der Restaurierungsarbeiten sogar komplett geschlossen. Oui, das stimmt. Die Stadt investiert viel Geld in die Restaurierung aller Museen und Sie können von Glück reden, dass hier im Museum Nantes zurzeit nur wenige Räume betroffen sind. Ich kann keine 2 Monate warten. Können Sie nicht für mich eine Ausnahme machen? Ich brauche wichtige Informationen, die ich wahrscheinlich nur in diesem Raum bekommen kann.
Tut mir leid, Monsieur, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Schönes Wetter heute. Wunderbar zum Fußballspielen im Grünen. Oh, ich halte das nicht mehr länger raus. Bitte hören Sie auf, von Fußball zu reden. Das mache ich jetzt ja wohl extra nicht. Sind Sie nicht an dem heutigen Fußballspiel interessiert? Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Fußballspiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Möchten Sie sich das Spiel nicht auch ansehen? Sie haben ja recht. Ich würde so gerne das Spiel sehen. Ich darf meinen Posten aber nicht verlassen. Ich wäre Ihnen deswegen dankbar, wenn Sie nicht von dem Spiel sprechen würden. Das macht mich ganz traurig. Oh. Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Spiel im Fernsehen an. Finden Sie es nicht ungerecht, dass Sie hier arbeiten müssen? Es ließ sich leider nicht anders einrichten. Ich wollte mir ja heute frei nehmen, aber meine Kollegen waren schneller als ich. Ja, vielleicht jetzt mal mit diesem Trikot hier noch. Hm. Verflucht. Das Fußballspiel ist gerade in einer spannenden Phase. Gehen Sie weg! Okay, dann versuche ich es nochmal. Ah, jetzt geht's bestimmt nicht. Jetzt guckt er ja gerade. Hey Sie, Sie haben noch nicht bezahlt. Kostenlos ist hier noch niemand reingekommen. Kommen Sie sofort zurück! Jetzt geht's aber. Nein, jetzt geht's wieder nicht. Hey Sie! Ja, ja. Stören Sie uns nicht, wir haben zu tun. Dann warte ich mal, bis Sie jetzt nicht mehr gucken. Das hat eben ja offensichtlich vom Timing her ganz gut gepasst. Und jetzt schnell. Ja, ich hatte zwar einfach keine Dialoge mehr, aber irgendwie glaube ich, dass wir ihn nochmal ansprechen können bezüglich des Fußballs. Der muss ja dann, Ich habe es auf die freundliche Art versucht, aber er wollte nicht. Dann muss ich es eben auf die hinterlistige Tour probieren. Sehr gut. Er rollt jetzt einen Ball hier lang, oder? Boah, 11 Meter für Frankreich! Zidane am Boden! Tja. Oh, ich muss dieses Spiel einfach sehen. Können Sie mich für eine 11 Meter bitte kurz vertreten? Aber sicher, das mache ich doch gern. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Lassen Sie niemanden durch und rühren Sie nichts an. Ich bin gleich wieder zurück. Jetzt aber schnell. Wir gehen natürlich rein. Und gucken mal, was wir hier so haben. Wir haben ein Magazin, was wir nehmen können. Vorausgesetzt. Ist zwar keine FHM, aber man muss sich auch anderweitig fortbilden. Sehr guter Spruch. Hier steht, dass es sich bei dem Pergament um eine der letzten Überlieferungen Jacques de Molay handeln soll. Ah. Kurz bevor er auf dem Scheiterhaufen elendig verbrannt wurde, habe Molay seinem Diener und Botenjunge Geoffrey de Charnay das Geheimnis über ein verloren gegangenes Siegel anvertraut, das mächtiger sein soll als die Macht 1000 Götter. Wow, 1000 Götter, hä? Ein Gott reicht wohl nicht. Weiter steht hier, Molay beauftragte Charnay nach dem Siegel zu suchen. Doch ehe er das Siegel fand, ereilte ihn das gleiche Schicksal wie seinen Herrn. Jeannet wurde bei lebendigem Leibe von der französischen Inquisition verbrannt. Ihm gelang es zwar, das Pergament vor seinen Feinden zu verstecken, doch das Siegel blieb bis heute unauffindbar. Die einzige Spur, die im Pergament erwähnt wird, führt nach Portugal, Tomar, eine provinzielle Kleinstadt nordöstlich von Lissabon, im 14. Jahrhundert die letzte europäische Hochburg der Tempelritter. Als auch Tomar fiel und der Ritterorden zerstört wurde, verschwand das Siegel in den Wirren des Krieges spurlos. Es wird jedoch vermutet, dass es noch heute dort vergraben sein soll. Die sandigen und steinigen Hügel vor den Toren Tomars sind heute ein Anziehungspunkt für zahlreiche Archäologen, Touristen und abenteuerlustige Schatzjäger. Das muss es sein, Tomar. Wie bitte? Nichts. Lassen Sie sich von mir nicht ablenken. Stubbart, du bist fantastisch. Zuerst lege ich die Wache lahm und jetzt kenne ich mein nächstes Ziel. Portugal. George ist ja wirklich alles von diesen eben aufgezählten. Hinter einer dicken Glasscheibe liegt ein altes Stück Pergament, was dort wohl draufstehen mag. Tja, ich schau mal mit der Leertaste, was ich hier alles machen kann. Mit ihm kann ich nicht sprechen. Ich kann nur noch rausgehen eigentlich. Das habe ich ja gelesen hier. Dann würde ich sagen, gehe ich mal raus. Und bin dann jetzt als nächstes in Portugal. Hier kann ich auch mit keinem mehr sprechen. Also würde ich sagen, bis später.